habe Wesker wieder getroffen. Und ja, wie soll ich sagen, er war nicht ganz so erpicht drauf, mich zu sehen, nachdem ich seine Pläne in Resident Evil 1 vereitelt habe. Aber naja. Wir haben so unsere Differenzen. Sind jetzt noch Hunter? Ne, das sind keine Hunter mehr. Praktisch. So, dann benutzen wir den Drehscheibenschlüssel. Drehscheibe bewegen? Ja. Ich hoffe, das heißt jetzt nicht, dass jetzt wieder haufenweise Bandersnatcher kommt. Das habe ich ein Problem. Da oben liegen noch so Sprengdinger für Claire. Aber ich mein Inventar ist sowieso eigentlich voll und die Armbrust benutze ich sowieso nicht mehr, von dem her ist das ziemlich unfähig. Da ist noch ein Seitenblick, da kann ich rein. Ja, man muss mit Christian einiges besser managen als mit Claire, weil wir nicht so viel Zugänge haben zu den Transportkisten. Und das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Aha. Steht direkt neben der Tür der Hund. Nee, ist kein Hund, ist ein Zombie. Ah, da links steht eine Pepsi-Flasche, das sehe ich genau. So, haben wir hier Schrotmunition. Jawoll. So muss das. Und einen neuen Kamerawinkel für den Raum. Auch nicht schlecht. Statt dieses These, wie ist das immer schon hier? Ist abgeschlossen, kann sie nicht öffnen. Du kannst immer nichts. Große Unordnung. Hier ist nichts Nützliches. Aha. Habe ich doch richtig gehört, dass du hier bist. Was ist ein Loch in der Wand? Ah, komm ich so zum Ventilator. Bitte. Wen versuchst du eigentlich zu verarschen, hm? Glaubt auch, ich falle auf den ältesten Zombie-Trick der Menschheit rein, ja. Hinlegen und warten, bis die Beute kommt. Nee, mach ich nicht. Vergiss es. Halt, das muss ich betätigen. Ist die Sicherung für den Ventilator den Hebel umlegen? Ja. Das ganze Zeug wird abgesaugt wird hinten, dass ich noch Lungenkrebs bekomme. Ah, gleich viel angenehmer. Wie viel Pistolenmunition habe ich denn noch? 5 Schuss. Ja. Schon langsam geht mir die Muni aus. Eine Stelle hier oben, da steht noch einer. Ich sollte mein Ausweichskill trainieren. Definitiv. Ach je. Ich glaube, ich bin ein Bandersnatcher, oder? Fast ein Hunter. Schön. Was? Ein Schuss? Nee. Ich habe mich jetzt gewundert. 2 Schuss? Nee. 3 Schuss? Jawohl. Schon ist Ruhe. Die Tür ist nicht existent. Achso, ist eingestürzt, kann ich öffnen. Okay. Hier, glaube ich, war der Raum mit... Granaten. Sehe ich doch vom Regal aus. Ne, den nehme ich am Rückweg mit. Da, glaube ich, war der Raum mit diesem Custom Pistol Parts. Wenn ich mich nicht täusche. Ich täusche mich nicht. Hier ist nichts mehr, das hat Claire schon mitgenommen. Woher wusste... Wusste Chris eigentlich, dass Wesker Claire angegriffen hat? Das verstehe ich auch noch nicht so hundertprozentig. Ich könnte meine Glock 17 umbauen. Ja. Spezialpistole genommen. Mit vollem Magazin. Was haben wir hier? Clement Alpha. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das war.
So, neue Pistole. Glock 17 verbessert. Umgebaute Glock 17. Sie verfügt über eine höhere Leistung als die normale Version. Cool. Nehme ich mit. Gut, dass Chris in der Air Force war, dass er weiß, wie man mit Waffen umgeht. Das ist ein Vorteil. Aber wie gesagt, Chris kann das eigentlich gar nicht wissen, dass sie angegriffen wurde von Wesker. Aber gut, ich will mal nicht so kleinlich sein. Okay, die Scheibe ist auf der oberen Etage. Das Sicherheitssystem hat das Ding verschlossen. Okay. Also hier unten bin ich wirklich nur lang gelaufen für die verbesserte Glock im Endeffekt. Ja, und das Clement Alpha natürlich. Was wir unbedingt brauchen. Ja, da zog mir kurz die rum. Nein! Ich wollte doch hier vorbei. Ja, nach der Reise. Bin ich jetzt schon so stark verwundet, dass ich... Nee, immer noch nicht. Ich muss mich erst wieder umgewöhnen, dass Chris um einiges mehr aushält als Claire. Das ist ungewohnt. Ungewohnt ist das. Hallo? Danke. Habe ich gerade gewundert, warum krepiert der nicht? Hat den er hat auch einen Bauarbeiterhelm auf. Von dem her kann er gar nicht krepieren. Ne? Sicherheit geht vor. Okay, dann sind wir wieder hier. Ich bin gerade am Überlegen, ob noch irgendwo ein Speicherraum ist. Mit der Truhe. Ich würde gern was ablegen. Fuck! Die Tür ist verschlossen. Wer macht denn sowas? Au. Genau, alle der Reihe nach. Kein Problem. Die sehen so ekelhaft aus in dem Teil. Die hauen mich wieder einmal und bin ich mit dem Achtung gerecht. Wir kombinieren das mit dem. Wir benutzen das mit hier. Und muss ich hier durch? Ja, muss ich. Die sind auch einige schneller als wir im ersten Resident Evil, diese blöden Hunter. Über 5000 Umwege gehen müssen, nur um dahin zu kommen, wo ich hin will. Das finde ich nicht gut. Der direkte Weg ist immer am besten. Oh, da ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen: Schreibmaschine und eine Kiste. What? Okay, die Pistole ist nutzlos. Granaten sind auch nutzlos. Was habe ich denn sonst noch so rumliegen? Lauter Dreck. Dreck und Müll. Nimm mal ein Heilspray mit. Ich denke mal, dass ich den Rest unbedingt brauchen werde. Okay. Ich hoffe jetzt mal, dass wir nicht mehr auf so viele Monster treffen. Mit Monster meine ich Hunter. Natürlich treffen wir auf was? Auf Hunter! Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Chris? Bitte anvisieren des Monsters? Wäre das möglich? Nein? Willst du nicht? Okay. Gottes Gott. Okay, es läuft nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte. Überhaupt nicht. Hier kann ich nichts machen. Äh.
Ja, ich denke mal, ich muss den oberen Weg nehmen, nachdem die Brücke ja noch eine Etage höher sitzt. Ich gehe einfach mal davon aus. Ist auch nichts mehr. Selbst meine Shotgun-Muni geht jetzt zur Neige. Leute. Bin ich bescheuert? Ach nee, warte mal. Ich bin gerade überlegen, wenn Alfred die Selbstzerstörung gezündet hat, warum steht dann noch die ganze Anlage von Rockford? Was hat der genau gesprengt, bitte? Oh, Zombies. Es ist nix hundertprozentig kaputt. Das Container hat den Öldruck der Brücke. Der Autoeinstellungsmodus hat eine Funktionsstörung. Ich muss es selbst steuern. Hier ist eine Notiz. Notiz lesen bitte. Manuelle Steuerung. Erstens den 10-Liter-Tank mit Hilfe der 3 Zylinder füllen. Da ist aber schon wieder einer kaputt, das sehe ich doch oben links. Zweitens die Ölmenge auf den Standardwert bringen, das ist die rote Linie. Der Standardwert beträgt genau 7 Liter. Das Gerät ist nur bei dieser Ölmenge einsatzbereit. Nee, aber was ist das für eine Selbstzerstörung, wenn überhaupt nichts kaputt ist in dem Sinn? 7 Liter. Wir haben hier 8. Ach ja. 2×5 und 1×3 raus. Dann wären es 7, oder? Nee, das geht ja gar nicht. Hä? Wie soll ich denn da auf 7 Liter kommen, bitte? Ja, jetzt bin ich zu hoch. Ah, natürlich. Natürlich. Ganz einfach. 5 und jetzt habe ich noch 2 drin. Das sind 3. Nee, das passt auch nicht. Verdammt. Verdammt. Jetzt könnte es passen. Jetzt habe ich 3, jetzt habe ich noch 1, das sind 4 und nochmal 3 sind 7. Hahaha. So, das ist 1 Liter. Und dann 2×3, dann müsste das passen, theoretisch. So ist es auch. Perfekt. Strommunition verballern für einen Box Strohpatronen. Nee. Da verballere ich viel, viel mehr Munition, als ich bekomme. Wie viel sind da drin? 7 Hülsen. Nee, mach ich nicht. Ich hätte zwar noch die Maschinenpistolen dabei, das ist richtig, aber die hebe ich mir für den Notfall auf. Hunter und so, ihr wisst schon. Würde das der Alarm angehen, hallo? So. Das heißt, ich kann jetzt hier unten durch und kann diese 3 Embleme wieder mitnehmen und dann kann ich abhauen, oder? Sehe ich das richtig? Aber um nochmal drauf zu sprechen kommen, die schlechteste Selbstzerstörung ever. Ich dachte, die wäre immer dafür da, um das ganze Umbrella-Lager auszurotten, ja? Damit keiner Forschungsdaten stehen kann, aber hier... Nö, keine Lust.
Ich hab's richtig gehört. Aua. Aua! Aua! Ich hab, es hackt. Steh auf. Komm. Und jetzt bleibst du liegen. Okay. Scheiß Hunter. Warum kann ich da jetzt nicht rüber? Steig dich über den kleinen Zaun. Chris, schau dich nicht mehr so an. Okay, die Hunter sind echt böse. So viel zum Thema, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Hey, da kannst du vorbeilaufen. Passt schon. Musst du den Bots ausweichen. Naja. Aber wieder Scheiße verzählt. Genau, guckt euch die Bilder an. Ich bin uninteressant. Passt schon. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich genug Inventarplätze habe. Ach, guck mal, da hat Wesker die ganzen Hunters gelagert. Namenswieser? Au. Arschbaron. Ja, Chris, lad in aller Ruhe nach. Kein Problem, haben ja keinen Stress oder so. Oh, da haben wir den kurzen drauf. Aua. Moment. Das Gerät zeigt für die Sturmzufahrt des Lifts. Unterbrechen, ja. Aber erst nachdem ich reingefasst habe, weil ich mag es, wenn es so. Wenn es so knistert an den Fingern. Warum können die drei Dinger nicht einen Slot belegen? Hä? Warum? So. Dann haben wir die Embleme. Jut. Guter Hunter. Was zum Teufel? Warum hast du ein Nachtsichtgerät auf? Sind das. Ach, das sind Veskas Leute, die infiziert wurden. Ja, Wesker ist genauso ein schlechter Arbeitgeber wie Umbrella, ich merke schon. So nach dem Motto, ja, geh rein, passt schon, lass dich beißen. Was kann denn schon passieren? Okay, wir haben die drei Steinchen. Die brauche ich wieder in der Trainingsanlage, oben, wo ich den Modellplatz eingesetzt habe. Um den Geheimweg zu dem Haus zu finden. Ja, genau, so ist der Plan. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich auf keine weiteren Monster treffe, weil ich habe nicht mehr viel Lebensenergie. Ich bin so einen Schritt davon entfernt, qualvoll zu krepieren. Wie man so schön sagen tut. Gut, dass ich noch ein bisschen Heilzeug habe. Die Goldluge habe ich immer noch nicht gebraucht. Ei, ei, ei. So, natürlich laden wir nochmal alles durch und dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Resident Evil Code Veronica X. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage immer, stay tuned and so long.